Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Turmoil. Und hier sind wir wieder. Ihr habt abgestimmt, dass ihr es weitersehen wollt. Und da haben wir es. Ja, es geht jetzt weiter. Und in der letzten Folge habe ich, glaube ich, alles soweit vorbereitet, dass wir einfach beginnen, indem wir nach Öl bohren. Und das machen wir dann einfach. Wir haben noch 2.082 Dollar übrig, was nicht viel ist. Aber ich denke mal, dass wir hier eine ganze Menge an Geld zusammenbekommen werden. Ich weiß jetzt nicht, wie viele das waren. Egal. Das waren 4. Gut, nehmen wir noch ein weiteres. Auf der linken Seite ist der Preis auf 94 Cent. Das heißt ganz gut. Da haben wir Öl. Dann bauen wir da mal runter. Sehr schön, wir haben direkt was gefunden. Da bauen wir mal, keine Ahnung, ein bisschen weiter nach unten. Und da haben wir auch direkt Öl gefunden. Sehr schön. Dann bauen wir mal ein kleines Silo, denn der Preis wird nicht immer so fantastisch bleiben. Oder scheinbar doch. Moment. Ah, ich glaube, ich erinnere mich. Ja, wir haben da irgendeinen Vertrag gemacht, womit der Preis immer so hoch bleibt auf 94 Cent oder so mindestens. Das heißt, wir haben eigentlich relativ gute Preise das ganze Jahr lang. Ich würde sagen, wir verbessern hier einmal den Ölbohrer und dann danach den anderen. Und dann holen wir uns ein paar mehr Pferde. Beziehungsweise dann etwas später das Upgrade dafür. Die haben noch mehr Öl gefunden. Ich mach das mal. Moment, ich würde sagen, wir bauen erstmal hier ein Silo hin. Und dann rechts daneben eine neue Ölbohrplattform. Rechts ist der Preis höher. Dann gehen wir mal schnell nach rechts. Um dort ein bisschen zu verkaufen. Wir verbessern unsere Wägen. Gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Oh, das ist ein sehr großes Ölvorkommen. Und da haben wir noch ein weiteres kleines gefunden. Bauen wir mal hier runter. Holen noch 2 mehr Pferde. Ich würde sagen, noch mal 2 Wünschelrutengänger. Ich meine, dann wissen wir zumindest schon mal, wo das Öl ist. Ich glaube, wir könnten das einfach auch mal hier dran verbinden. Dann holen wir schon mal von dort aus Öl. So, der sagt, die sagen alle, hier drüben ist noch irgendwo Öl. Dann schauen wir mal nach, da ist Öl. Und dann soll hier unten irgendwo Öl sein. Ja, ich glaube, das haben wir gerade so verpasst. Jedenfalls verbessern wir hier die Rohre alle mal. Das war nicht das Ölvorkommen, was er meinte. Dann wird das wohl hier irgendwo in der Mitte sein. Hoffe ich. Oder? Das wird dann wahrscheinlich ganz, ganz weit unten sein. Okay, dann holen wir uns erstmal weitere. Der Preis ist halt so schön hoch gerade. Beziehungsweise ist er die ganze Zeit relativ weit oben. Da haben wir wieder Öl. Das können wir direkt verbessern. Ich weiß wirklich nicht, was der eine Wünschelrutengänger da will. Keine Ahnung. Schicken wir mal ein paar Maulwürfe hier runter. Auch ein paar auf die andere Seite. Wir haben das Geld gerade dazu, also machen wir das einfach. Wirklich nicht, wo da Öl sein soll. Keine Ahnung. Ja, wirklich keine Ahnung. Vielleicht noch hier irgendwo.
Dann schicken wir noch ein paar Maulwürfel überall hin. Wir reduzieren den Preis, beziehungsweise auf beiden Seiten geht's runter. Speichern wir mal ein bisschen. Ist hier irgendwo noch Öl? Der verwirrt mich richtig. Keine Ahnung, wo das Öl sein soll. Ach so, warte mal, hier drüben. Nein, doch nicht. Das da. Da ist Öl, da ist Öl. Das hat er gemeint, oh mein Gott. Gut, verbinden wir das einmal damit. Etwa so. Ich glaube, es gibt kein Öl mehr. Das war so ziemlich alles. Setzen wir ein paar Maulwürfel überall hin. Selbst wenn die nichts finden, ist nicht weiter schlimm. Sehe ich das richtig? Ist da unten noch Öl? Keine Ahnung. Nee, wahrscheinlich nicht. Und unsere Pferde sind gleich alle voll. Jedenfalls würde ich ganz gerne noch ein bisschen warten. Da muss man noch ein Upgrade durchführen. Kann man theoretisch doch auch von dort ein bisschen abzapfen. Nach oben bringen. Und dann würde ich langsam sagen, verkaufen wir einfach alles. Einfach ein paar Pferde drauf schmeißen. So. Und dann zu gigantisch guten Preisen verkaufen. Und dann sollte es eigentlich alles sein. Und dann beenden wir das ganze Level. Wir haben alles gefunden. Das ist wunderbar. Sehr schön. 27.962. Also fast 28.000. Nicht ganz so gut wie beim letzten Mal. Dafür haben wir alle drei Boni bekommen. Unsere Grafiken, ja, da ist es sehr stark angestiegen. Ganz am Ende. Wir haben ziemlich guten, zu ziemlich guten Preisen verkauft. Ja, jeweils 1,02 und 1,11. Und durchschnittlich haben wir knapp über 1 Dollar pro Fass bekommen. Am meisten haben wir für Rohre ausgegeben, danach für Maulwürfe. Ja, vielleicht waren es ein paar viele Maulwürfe. Und das war quasi unser letzter Screenshot. Und damit gehen wir weiter. Da haben wir hier Profite. Und ja, locker mehr als das Doppelte als Ricardo. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns neues Land. Er hat nicht mehr so gute Werte. Er hat nur eine 30, alle anderen hatten einen höheren Wert. Ich denke mal, ich gehe einfach hier hin. Ja, okay. So einen großen Unterschied macht das dann auch nicht. Die sind nicht so gute KIs. Schauen wir mal bei Daphne vorbei. Es wird nicht unter 95 Cent fallen, nicht unter 98 Cent. Okay. Ich glaube, das nehmen wir einfach mal mit, weil das ganz interessant ist immer. Größere Herdengröße, damit hatten wir eigentlich bisher kein Problem. Ein Maulwurf deckt drei weitere Zellen auf, das ist ganz interessant. Maulwürfe graben schneller, bisher haben wir kein Zeitproblem. Daher denke ich mal nicht, dass das so nötig ist. Timer 2, das könnte eigentlich ganz interessant sein. Das ist eigentlich auch ganz gut. Breite 3 ist eigentlich ganz gut, aber eigentlich haben wir, wie gesagt, kein Zeitproblem. Ich würde sagen, wir holen uns größere Silos zuerst. Und dann haben wir kein Geld für den Rest. Okay, gut, egal. Größere Silos heißt, wir müssen weniger bauen. Können sie einfach höher bauen. Und dann starten wir das nächste Level. So, dann setzen wir wieder zwei Wünscherotengänge hin. 1, 2, 3, 4, 5.
Und dann erhöhen wir es auf der rechten Seite auf 5. So, der hat Öl gefunden. Da kramen wir direkt nach unten. Oh, das ist ein massives Vorkommen. Und auf der linken Seite ist der Preis gerade gestiegen. Ich würde ungern da noch eine Ölbohrplattform hinsetzen. Ich würde sagen, das Rohr ist aber auch ziemlich lang, also ja, bauen wir eine weitere Ölbohrplattform. Und dann bohren wir mal nach unten. Und jetzt steigt der Preis rechts. Dann upgraden wir direkt die Wagen, die wir haben. Und gehen weiter nach unten. Sehr schön. Zwei weitere Wünschelroutengänge. Dazwischen packen wir ein Silo auf maximale Stufe. Dann schauen wir mal. Wir haben beide fast am selben Ort Öl gefunden. Ich glaube, ich gehe mal so runter. Die Zweige dann so und in die andere Richtung. Das Öl. Wir haben kein Geld, wir müssen ein bisschen was verkaufen. Zum Glück sind die Preise nicht allzu schrecklich. Dann machen wir hier ein kleines Upgrade. Wir haben direkt beide Ölvorkommen gefunden. Das ist wunderbar. Zwei Wünschelroutengänger. Noch ein weiteres Silo. Und komm, was soll der Geiz? Wir machen noch eins. Dann drehen wir wieder ein bisschen hoch. Die Menge an Pferden runter, die verkaufen. Setzen wir mal ein paar Maulwürfe. Ich wollte nicht so viel machen, aber jetzt haben wir die schon. Jetzt nutzen wir sie auch. So, die sehen nicht wirklich viel besondere Sachen. Auf jeden Fall, dass dieses rechte Ölvorkommen gigantisch groß ist. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall das Rohr verbessern. Und wir brauchen dringend ein neues Silo. Schmeißt überall Pferde drauf. Oh. Oh, 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 nein, 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 nein. Autsch. Autsch, das ist schrecklich. Schrecklich. Schmeißt überall Pferde drauf. Verkauft alles an Öl, was wir haben. Oh mein Gott, wir haben gerade so viel Öl verloren. Ja, ich hab's vergessen. Man kann die theoretisch auch einfach zumachen. Und dann stoppen die einfach mit der Ölförderung. Ah, das war dumm. Das war dumm. Kann man ein zweites dahin machen. Und links ein bisschen verkaufen. Dann verbessern wir das auch mal. Ich glaube nicht, dass sie noch irgendwas hier finden. Setzen wir mal noch, keine Ahnung, 4 Maulwürfe hier hin. Werden wahrscheinlich auch nichts mehr finden. Es war also kein besonders guter Boden. Aber immerhin. Das Ölvorkommen hier ist einfach gigantisch. Ja, das müssen wir nochmal verbessern, damit wir irgendwie noch genügend Öl rausbekommen. So, das heißt, wir haben jetzt hier zwei breite Rohre. Ja, und es gibt kein weiteres Öl. Heißt, wir füllen jetzt hier nochmal schön auf. Und dann, ja, okay, dann ist das Öl endlich leer. Da werden wir sicher eine Menge Strafen bekommen. Wir verkaufen rechts. Der Preis steigt da gerade sehr schön an. Und jetzt steigt er natürlich links an. Und damit beenden wir das Level. Ja, das war wirklich nicht viel Öl.
2128 an Strafen. Trotzdem haben wir besseren Profit als vorher. Ja. 1,08 pro Fass, also wir haben zu deutlich höheren Preisen verkauft. Diesmal hat der Großteil an Wagen gekostet, eben weil ich voller Panik einfach überall Wagen hingehauen habe. Ja, viel große Ölvorkommen. An sich nicht schlecht, aber ich habe einfach zu spät verkauft. Sollte aber trotzdem noch ganz gut sein. Ja, wir haben einfach das Vierfache von Daisy. Sie ist auf dem zweiten Platz. Falls du einen Diamanten siehst, brauchst du einen Maulwurf, um ihn aus dem Boden zu bekommen. Ich kann ihnen diese wertvolle Fähigkeit beibringen. Okay, jetzt gibt es scheinbar auch Diamanten. Keine Lust, um Felsen herumzubohren. In meiner Fabrik habe ich diesen Spezialbohrer, der direkt durch sie hindurchgeht. Unser Ölbedarf bringt uns in die Wüste. Dort kannst du über Felsen und Diamanten im Boden stolpern. Lass uns mit der Auktion beginnen. Also wir haben jetzt hier ein weiteres Gebiet. Ich habe da, glaube ich, gerade was übersprungen, was ich lesen sollte, aber egal. Anthony ist vielleicht im Saloon, um dir zu helfen. Im Tausch gegen einen Diamanten wird er dich auf eine ölreiche Parzelle hinweisen. Ich würde sagen, wir tippen dann irgendwo bei einem hin. Okay, die haben einfach alle drei denselben Ort quasi ausgewählt. Ich gehe einfach mal hier beim Schädel dahin. Schauen wir mal hin. Diamanten. Oh, das ist aber ziemlich teuer. Weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal, ich nehme das erstmal nicht. Erstmal gucken, wir haben 37.000. Davon können wir 35.000 ausgeben. Ja, der wird wohl ziemlich nützlich sein, um durch Gestein dann durchzugehen. Ich weiß aber nicht, ob die ersten paar Level jetzt so groß schon mit dem Bohrer zu tun haben werden. Ich würde ganz gern eigentlich Verzweigung 3 holen. Gut, das ist nicht besonders. Schnelligkeit 3 könnte ganz gut tun eigentlich, dass die schneller Sachen finden. Ich glaube, das holen wir uns. Und dann haben wir noch 20.000, die wir ausgeben können. Herdengröße 2 wäre ganz gut. Ich glaube, wir nehmen einfach mal Breite 3 jetzt noch dazu. Und... Oh, das war's. Das war's. Sorry, Leute. Ich dachte, wir machen hier noch eine Runde. Nein, ich kann da nicht weg. Mist. Egal. Das war's mit der Folge. Es sind schon 18 Minuten rum. Deshalb, ja, die neue Welt schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!